Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also so viel heiße Luft am Morgen, das ist ja wirklich kaum auszuhalten. Also Herr Naas, ich glaube, Sie haben sich heute mal wieder, ehrlich gesagt, selber offenbart. Sie haben hier die ganze Zeit schwadroniert. Ich weiß, Sie hatten nicht so viel zu sagen, deswegen haben Sie sehr lange Sätze gebildet, damit Sie irgendwie über die Redezeit kommen. Sie hatten nicht so richtig viele Lösungen anzubieten und wollen irgendwas beim Mieterschutz machen. Am Ende reden Sie aber doch wieder nur über Dachgeschossausbau und die Bauordnung. Also Mieterinnen und Mieter, die übrigens ständig zu mir in die Sprechstunde kommen, die jetzt gerade ihre Miete nicht bezahlen können, denen sage ich am besten, keine Sorge, aber wir bauen dein Dachgeschoss aus, super teuer. Wir ändern die Bauordnung, damit mehr abgerissen werden kann. Und im Übrigen kannst du dir ja vielleicht einfach eine Eigentumswohnung kaufen, wenn du deine Miete nicht mehr leisten kannst. Was meinen Sie eigentlich, was in dieser Stadt los ist? Sie haben doch überhaupt keine Ahnung. Vergangene Woche stand in der Zeitung, Kai Wegner hat jetzt auch mal eine einschlägige Plattform für Wohnungssuche besucht und war ganz schockiert über die zu hohen Mieten. Also ich frage mich, Herr Wegner, wann Sie das letzte Mal eine Mietwohnung von innen gesehen haben, aber das ist nochmal eine andere Frage. Aber auch Sie wissen doch ganz offensichtlich nicht, was in dieser Stadt überhaupt los ist. Auf dem Wohnungsmarkt herrscht Angst und Schrecken. Viele fürchten sich, ihre Miete nicht mehr bezahlen zu können oder ihr Zuhause zu verlieren. Und Berlin hat einen Immobilienkai als Bürgermeister, der mit fetten Spenden aus der Immobilienlobby überhaupt erst in dieses Amt gekommen ist. Und obwohl Herr Wegner in seiner Zeit im Bundestag also die Mietendecke weggeklagt hat und jede noch so kleine Reform des Mietrechts persönlich verhindert hat, besaß er die Dreistigkeit im Wahlkampf, die CDU zu versuchen, als neue Mieterpartei zu verkaufen. Und was kam seitdem? Nichts. Überhaupt nichts. Aber kaum kündigt die Initiative Deutsche Wohnen und Co. einen eigenen ein Gesetzesvolksentscheid an, entdeckt Kai Wegner sein Herz für Mieterinnen und Mieter. Nochmal zur Erinnerung, es war die CDU, wo Sie jetzt über die Mietpreisbremse sprechen wollen, die die Mietpreisbremse zu einem so stumpfen Schwert gemacht hat, dass sie in der Regel den Mieterinnen und Mietern überhaupt nichts nutzt. Und deswegen muss ich mal sagen, Herr Wegner, von warmen Worten kann niemand seine Miete bezahlen. Wenn Sie jetzt was machen wollen, super, dann legen Sie los. Aber erstmal sollten Sie an Ihrer Glaubwürdigkeit arbeiten. Ein Vorschlag zur Güte. Ein Vorschlag zur Güte für Ihre Glaubwürdigkeit. Geben Sie doch die knapp 1 Million Euro zurück, die Sie von Ihrem guten Freund, dem Immobilienhai Christoph Gröner, im Wahlkampf bekommen haben. Ich hätte auch schon eine Idee für einen Verwendungszweck. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. eigenen sammelt zum Beispiel gerade Geld für Ihren Gesetzesvolksentscheid. Die können das gut nutzen. Und im Gegensatz zu Ihnen haben die auch einen Plan für bezahlbares Wohnen in Berlin. Oder noch besser, nur weil die Initiative jetzt ankündigt, einen Volksentscheid nochmal zu machen, entbindet das ja überhaupt nicht Ihrer Verantwortung. Setzen Sie deshalb endlich den Volksentscheid um. Die Berlinerinnen und Berliner haben mit ihrem sehr deutlichen Ja zum Volksentscheid ja sehr deutlich gemacht, dass sie den Willen dazu haben. Und machen Sie das nicht, verspreche ich Ihnen, wird Ihnen die Initiative mit Ihrem Gesetzesvolksentscheid eine krachende Niederlage zuführen. Und als Berliner Linke werden wir Deutsche Wohnen und Co. eigenen weiter mit aller Kraft und aus ganzem Herzen dabei unterstützen. Aber besonders absurd in dieser ganzen Debatte ist mal wieder die SPD unterwegs. Also, Rat Saleh stellt sich am Samstag auf den Parteitag hin und erklärt, keine Koalition ohne Mietendeckel. Nur damit 2 Tage später der SPD-Bausenator Mietsteigerung für 350.000 landeseigene Wohnungen durchzieht. In der Wohnungsfrage ist die SPD einfach nicht glaubwürdig. Also trotz Inflation, trotz steigenden Kosten sollen die Mieten in landeseigenen Wohnungen um 9% steigen. Und das gilt ja nur für die, die schon eine Wohnung haben. Noch teurer wird es für die, die eine Wohnung suchen. Denn für Neuvermietung gibt es bei landeseigenen künftig gar keine soziale Vorgabe mehr. Nur mal zur Erinnerung. Unter unserem Bausenator Sebastian Scheel hatten wir nach dem Kippen des Mietendeckels durchgesetzt, dass die Mieten bei Neuvermietungen um höchstens 10% unterhalb des Mietspiegels liegen dürfen. Und jetzt dürfen die 10% oberhalb des Mietspiegels liegen. 20% mehr bei Neuvermietungen. Das werden viele im Geldbeutel spüren und schuld daran sind CDU und SPD. Und nur noch 1/4 des kommunalen Neubaus, nicht mehr 50%, werden für die untersten 30% der Einkommen in Berlin leistbar sein. Dafür sollen 50% des kommunalen Neubaus im Durchschnitt 15 Euro den Quadratmeter kosten. Bedeutet, dass Mieterinnen, selbst bei landeseigenen Unternehmen, wenn die eine 60-Quadratmeter-Wohnung suchen, knapp 1.000 Euro Kaltmieter ausgeben müssen. Wer in dieser Stadt soll das bezahlen? Sie können nicht immer ihr eigenes Gehalt mit dem der Menschen in dieser Stadt verwechseln. Dann galt bei den Landeseigenen bisher, dass 63% der jährlich neu wiedervermieteten Wohnungen an WBS-Berechtigte gehen. Nun sollen für dieselbe Anzahl an Wohnungen doppelt so viele Menschen anspruchsberechtigt sein. Das Buffet bleibt also gleich groß, sie langen aber doppelt so viele Leute dazu ein.
um das mal in Ihren Beispielen zu sagen, also die alleinerziehende Polizistin oder die alleinerziehende Krankenschwester, die werden es künftig noch schwerer haben, in Berlin eine bezahlbare Wohnung zu finden, weil sie halbieren das Wohnungsangebot für die ärmsten 530.000 Haushalte in Berlin. Wissen Sie eigentlich, was Sie da anrichten für diese Menschen? Und all das begründen Sie immer damit, dass es ja mehr investiert werden muss in den Neubau. Und seien wir doch mal ehrlich. Die Landeseigenen müssen die Mieten bezahlbar halten, die müssen trotz explodierender Baukosten bezahlbare Wohnungen bauen und die müssen auch noch Milliarden in die Sanierung investieren. Da müssen wir so ehrlich sein und sagen, wirtschaftlich geht es nicht auf. Wer die Eigenwirtschaftlichkeit der Landeseigenen immer wieder bewahren will, der muss entweder bei der Mietenpolitik, beim Neubau oder bei der Sanierung Abstriche machen. Das machen sie ja. Aber eigentlich können wir uns nichts davon erlauben. Und deshalb haben wir ja gerade das als Konzept ins Spiel gebracht. Und ich glaube, Herr Kollege Naas zum Beispiel, Sie haben es einfach nicht verstanden, dass wir ein kommunales Wohnungsbauprogramm starten, so wie das von uns vorgeschlagen ist. Damit entlasten wir finanziell die Landeseigenen von dieser Aufgabe, den Neubau aus den Mieten zu refinanzieren, was nicht aufgeht, weil die Baukosten immer weiter steigen werden. Und weil wir im Gegensatz zu Ihnen Neubau und Mietenpolitik eben nicht gegeneinander ausspielen, machen wir einen Vorschlag für beide Seiten bei den Landeseigenen. Mit einem kommunalen Wohnungsbauprogramm schaffen wir mehr bezahlbare Wohnungen im Neubau und stellen gleichzeitig sicher, dass die Mieten im Bestand dauerhaft bezahlbar bleiben können. Damit müssen Sie sich mal auseinandersetzen, bevor Sie hier so viel heiße Luft absondern. Was haben Sie stattdessen den Mieterinnen und Mietern dieser Stadt zu bieten? Also außer höheren Mieten und den Versprechen auf Neubauwohnungen, die wegen der Krise entweder nicht kommen oder zu teuer sind. Ihren Rundtisch mit Immobilienkonzernen. Aber egal ob Vonovia, Covivio, Adler oder Heimstan oder wie diese ganzen, mehr oder weniger Verbrecher heißen, keiner dieser großen privaten Immobilienkonzerne hält sich in die im Wohnungsbündnis getroffenen Vereinbarungen. Die tanzen Ihnen auf der Nase herum und vom Senat ist zu all dem nichts zu hören. So, jetzt will der Regierende also die Mietpreisbremse scharf stellen. Die erste wohnungspolitische Idee dieser Koalition, herzlichen Glückwunsch, die ein soziales Profil erkennen lässt, wird direkt wieder kassiert, und zwar vom Koalitionspartner. Ich möchte mal gerne die SPD-Fraktion fragen oder vielleicht auch die SPD-Basis, vielleicht hört ihr ja zu. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man von der CDU in der Frage links überholt wird? Zumindest habe ich nicht erwartet, dass ich das noch erleben muss. Aber wir haben Ihnen einen Antrag vorgelegt, den Sie sofort umsetzen könnten. Beauftragen Sie zum Beispiel einen Dienstleister, der softwaregestützt alle Mietwohnungsangebote danach scannt, ob Verstöße gegen die Mietpreisbremse oder Mietwucher vorliegen. Dort, wo das der Fall ist, bekommen dann Vermieter einen Brief vom Land Berlin, wo auf die Verstöße hingewiesen wird. Das funktioniert, das ist rechtssicher, das macht Freiburg, Konstanz, Stuttgart und in vielen weiteren Kommunen soll das eingeführt werden. Das haben wir Ihnen schon vor über einem Jahr vorgeschlagen, da haben wir damals noch zusammen miteinander regiert, wurde das mal geprüft, Fehlanzeige, Arbeitsverweigerung, wie so oft. Der zweite Vorschlag, Mietwucher verfolgen. Ja, unbedingt richtig. Mieten, die mehr als 20% über dem Mietspiegel liegen, verstoßen gegen § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes. Und die Stadt Frankfurt am Main ist sehr erfolgreich dabei, das umzusetzen. Mehr als 400.000 Euro zu viel gezahlter Miete wurden von Vermietern an Mietern zurückgezahlt. Und das alleine in den letzten 3 Jahren. Wenn man das richtig macht, könnte das ein Mietendeckel Leid für Berlin werden. Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass unser linker Stadtrat Oliver Nöll in Friedrichshain-Kreuzberg dem Mietwucher den Kampf ansagt und sich dafür eingesetzt hat, und das hat glücklicherweise die BVV auch beschlossen, dass hier extra eine Stelle geschaffen wird, um ab dem nächsten Jahr Mietwucher zu verfolgen. Doch auch hier mauern Sie, und auch noch ohne jegliche Sachkenntnis, muss man mal sagen, wie Ihr Staatssekretär Machulik in der Presse eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Also, ich fasse gerne noch mal für Sie zusammen. Mietpreisbremse scharf stellen geht angeblich nicht, Mietwucher verfolgen zu kompliziert, Mietenkataster einführen wollen Sie nicht, nur Mieterhöhungen für 350.000 landeseigene Wohnungen, das finden Sie ganz großartig, das finden Sie klasse, das ist schlicht ergreifend eine Kampfansage an die Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt. Aber Herr Naas und andere, Sie können ja gerne noch mal zuhören, was wir stattdessen tun müssten. 5 Maßnahmen, die wir jetzt brauchen. Wir müssen Deutsche Wohnen und Co. enteignen, um den Bestand an bezahlbaren Wohnungen, an dauerhaft bezahlbaren Wohnungen in Berlin endlich zu vergrößern. Wir brauchen einen Mietenstopp bei den landeseigenen Unternehmen und müssen den kommunalen Neubau ankurbeln, und das gelingt mit einem kommunalen Wohnungsbauprogramm. Und ja, wir müssen alle mietenpolitische Instrumente bis zum Anschlag ausnutzen, von der Mietpreisbremse über die Verfolgung von Mietwucher. Wir müssen uns natürlich weiterhin dafür einsetzen, dass eine Öffnungsklausel für das Land Berlin eingeführt wird, damit wir endlich einen Mietendeckel in Berlin wieder einführen können, so wie der viele Mieterinnen und Mieter vor der Verdrängung bewahrt hat. Wir brauchen einen besseren Schutz vor Abriss und ein beherztes Eingreifen, wenn Vermieter ihre Häuser aus
spekulativen Gründen verfallen oder leer stehen lassen. Und wir brauchen einen Krisengipfel und ein Rettungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau. Neubau, Ankauf auslaufender Bindungen und, dazu werden wir auch bis Ende des Jahres nochmal ein Konzept vorlegen, eine gesetzlich verpflichtende WBS-Quote für alle Vermieter Berlins. Mit den Immobilienkonzernen hat es nicht geklappt. Ich frage mich, wann bilden Sie mit den Berliner Mieterinnen und Mietern ein Bündnis? Zeit wird's. Wir werden auf jeden Fall so doll weiter nerven, bis es kracht. Versprochen.